So, jetzt haben wir doch noch ein paar Päckchen. Und zwar mein Hunter Panik. Oh, komm mal hier, ich nehme kurz. Daisy findet das nicht so toll. Schnecke. Irgendwas ist mit dir. Bist du auch? Ja. Jetzt geht's am besten wieder. Vorsichtig bitte. Schaut aus, sie ein bisschen. Irgendwas ist mit dem kleinen Mädchen. Wir tippen mal auf irgendwas mit dem Rücken oder so. Durch das, dass wir jetzt ja nicht da waren. Man merkt halt, wenn es seinem Tier nicht so gut geht. Und ja, mal gucken, wie sich das verhält. Also Gassi gehen tut sie. Fressen auch. Aber irgendwie ist sie halt komisch. Aber das war die Dede. Meine Daisy. Meine kleine Schnuckelmaus. Und der Fried war jetzt einfach nur eifersüchtig. Wir machen weiter mit Nummer 31. Ich kann nicht sagen, wie es auf Französisch heißt. Ich bin gespannt. Meine Große hat jetzt dann Französisch im nächsten Schuljahr. Vielleicht überrascht sie mich, aber ich gehe davon aus, dass es ziemlich ja, schwierig wird. Genau. Der naturwissenschaftliche Zweig. Den hat sie nur gewählt, weil ihre Freundin auch in dem Zweig ist. Sie hätte lieber Latein gehabt. Weil durch Asterix und Obelix. Die spinnt da ja total drauf. Hat sie ein bisschen von ihrem Papa, der findet das auch ganz toll. Ein Barbie-Spiel. Fashion-Show. Das kann ich jetzt spielen. Ich habe es in Originalverpackung, also noch verschweißt. Und jetzt kann ich es aufmachen und spielen. Das werde ich mit der Lara spielen. Die mag auch Barbie. Die Isabella findet Barbie mittlerweile scheiße. Das ist die Benetton Barbie. Die sang mir dann schon was, aber ultra her. Aber ich kann die dann nicht zuordnen. Teen Talk. Also ich weiß dann den Namen nicht. Daran scheitert es eher. Nee, die Namen sind schwierig. Kriegen wir hin, wenn meine Tochter und ich dieses Spiel spielen. Dann werden wir das schon schaffen. Einmal die Benetton Barbie ist da drauf, die Teen Talk Barbie und die Ultra Hair Barbie. Danke, Tim. Ich kann nur mal so, ich habe hier keinen Platz mehr. Dann die 32 von der Vanessa. Es ist Barbie. Eine Klamotte für die Skipper. Und zwar Teen Style. Teen Time Fashions. Teenie Moden. Die hatte ein Ohrring drinnen. Ich nehme es. Ah, da sieht man es. Das ist ja ein Ohrring. Mega geil, oder?
Die Klamotten waren einfach nur pottenhässlich früher. Aber total geil. Anni, du konntest dir da so ein Bettelarmband damit machen. Wahrscheinlich war in jeder Klamotte so ein Charm drinnen. Und bei der Barbie könnte man vorstellen, dann diese Kette. Mit einem Kettenanhänger für dich, genau. Ja, geil. Geil, geil, geil. Kommt zu meinem anderen Skipper-Klamottenzeug. Muss ich jetzt da. Wir sind bei der 33. Also ihr merkt, ich bin vielleicht schon mal 33, auch wenn man mir das natürlich nicht ansieht. Aber die 33 liegt da. Und zwar habe ich da ganz, ganz viele Garfield-Stofftiere bekommen. I hate Mondays. Yes, I hate Mondays. Da ist die Woche dann einfach noch so lang. Mein Mann ist dann schon wieder weg im Normalfall. Und ich vermisse ihn dann immer ganz arg. I hate Mondays. Yes, I do. Oh, packe ich dich jetzt hin. Scheiße, ich habe echt keinen Platz mehr. Ich glaube, meine Nachbarn machen Party. Dann ist die Nummer 33 einmal der Odi. Scheiße, nicht getroffen. Da kann man sogar die Öhrchen verbiegen. Guckt mal, wie süß der ist. Udi. Ich höre mit einem Ohr immer dahin. Sorry, also das soll nicht unhöflich sein, aber. Naja, dann ist noch ein Garfield. Das irritiert mich nur. Vor allem, weil also die wohnen ein bisschen hier so einen Weg. Und die wohnen ganz hinten eigentlich. Und darum wundert mich das, dass sich das jetzt hier bei uns ganz vorne abspielt alles. Dann haben wir hier auch nochmal einen Garfield, der guckt ein bisschen so wie ich immer. Leicht genervt. Zumindest wird mir das gesagt, dass ich oft genervt gucke, selbst wenn ich nicht genervt bin. Und ob ich ein Problem dann immer habe und dann denke, mein Gott, ich gucke halt so. Ist einfach so. Ich bin meistens nicht genervt. Meistens. Und dann haben wir hier die Ariane, irgendwie so. Diese irgendwie Freundin vom Garfield. Die auch richtig hübsch ist. Und die hat so schmale Lippen. Die kommen natürlich alle ins Wohnzimmer auf die Couch. Da gehen die Hunde im Normalfall nicht rauf und wenn rauf, nur wenn wir dabei sind. Jetzt habe ich ganz viele Garfield-Figuren. Ich freue mich da tierisch drüber. Garfield ist so cool. Ich habe die kleine. Die habe ich auch mal im Video gezeigt. Da gibt es ja die als Weibchen und dann noch so eine kleine Getigerte als Weibchen. Habe ich auch als Stofftier. Keine Ahnung, wie die heißt. Aber die meine ich heißt Ariane, Ariana oder irgendwie so. Danke schön. Also wir haben jetzt 33 Päckchen aufgepackt. Und hier liegen noch ein paar. Was mich ja total verwundert, weil wir sind eigentlich schon über dem Ziel. Aber okay, ich will ja mal nicht so sein. Ich packe die halt jetzt einfach mal aus, um nicht unhöflich zu sein. Hier ist ein Päckchen mit einer 34 drauf. Keine Ahnung, warum 34. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Star Wars. Geil. Es gibt die Mini Brands Disney Store Edition.
Die Mini-Brands. Mini-Brands. Ich mache mal eins mit euch auf. Müsste noch gut in der Zeit. Das war jetzt die 34. Gibt es mal ein Mini-Brands Toys R Us? Nee, ist Miss Toys. Da sind sie relativ günstig. Bei Amazon sind sie teurer. Und im Disney Shop gibt es das auch, aber teuer halt. Meine Kids und ich haben da einen richtigen Wahn entwickelt, was die Kugeln angeht. So ähnliche gab es mal beim Action. Ich weiß gar nicht, ob die da auch Mini-Brands hießen. Also Brands, Marke, das sind dann von mir so. Also die gibt es als Essen, das sind dann Pringles, Chipsdosen oder keine Ahnung, Parfümflaschen, Make-up und so als bekannte Marken. Dann gibt es sie als Spielzeug mit Nerf-Pistolen und so. Und eben auch von Disney. Ich habe eine Disney Mini-Brands-Dose. Die könnte ich aufheben. Die könnte ich aufheben. Und eine machen wir jetzt zusammen auf und die andere, die mache ich später auf. Da gibt es so ein Dingsbums zum Aufmachen. Was liebe ich ja, so ein Blödsinn. Das ist genau meins. Und ich meine, so eine Kugel kostet 5,99 oder 9,99. Ich weiß es gar nicht. Dann muss man ja den Bömpel unten. Bin so blöd, in einen riesen Karton reinzutreffen. Unfassbar. Dann haben wir hier auch noch mal Plastikverpackung und dann ist es so, also ich glaube, die meisten kennen das, die gab es eben auch beim Action. Und da gibt es natürlich auch so Special-Dinger, so ganz seltene und so. Das sind jetzt fünf so Dinger. Jetzt machen wir mal eine auf. Und da haben wir dann drinnen den Iron Man. Ja, klasse. Ich bin das. Jetzt ist er runtergefallen. Zeige ich euch das nächste. Das ist praktisch eine Spielzeugverpackung. Wen haben wir da? Ein Woody, oder? Ja, Woody. Das ist dann so eine Verpackung, wie in groß, wenn du dir einen Woody kaufst. Wenn ich jetzt vorbeikommen würde, würde ich es euch zeigen. Ich habe den Woody in Originalverpackung drüben im Wohnzimmer. Und da ist es halt in klein. Das ist eigentlich ganz niedlich, wenn du sagst, du hast jetzt da My Little Pony, diese Baby Nursery, und stellst so kleine Spielzeug rein oder bei Sylvanian Families oder bei Barbie kannst du es auch mit reinstellen. Total niedlich. Schwachsinnig natürlich, aber geil. Das ist halt so Schwachsinn, den man haben will. Dann haben wir hier ein Lightning McQueen als Auto mit Fernsteuerung hinten dran. Funktioniert natürlich alles nicht. Also nicht, dass ihr jetzt meint, das funktioniert da. Oh, dann haben wir hier sogar eine Disney Animations Figur. Und das ist die Anna. Total süß. Finn, schau. Eine habe ich jetzt, hat eine Disney Animations Figur. Aber die ist nicht zum Repainten. Und dann haben wir noch zwei zum Öffnen. Nein, eine. Eine haben wir noch zum Öffnen. Diese Disney Animations Figuren kann man total geil repainten. Dann ist das leer. Und das ist dann halt zum Wegtun. Da haben wir dann die Mickey im Auto, auch mit Fernsteuerung. Und da ist dann halt der Zettel, was es alles gibt. Und da gibt es eben auch dann so ultra seltene in Gold.
Da ist selten. Davor Key in Gold, Spider-Man in Gold, Lightning McQueen in Gold, Sturmtruppler in Gold, dann dieses Yoda, ne, dieses, das ist ja nicht Baby Yoda, sondern diese, die, das Ding da halt, Gold. Die sind dann ultra selten und dann gibt es ein Buzz Lightyear, dann den Alien von Toy Story und. Also das gibt es dann da alles. Und eben auch Regale. Das ist ja eben noch das Coole dran. Es gibt so Regale und da kannst du das dann reinstellen. Und Einkaufswagen und Tüten und so. Also total schwachsinnig, aber cool schwachsinnig. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Mist braucht man einfach. Zum Beispiel die Cat. Cat, hi. Ich weiß nicht, ob du das guckst, aber die hat so die sehr schweineteuren Puppen da, diese asiatischen. Cat, wenn du das siehst, kommentiert runter, wie die heißen. Da kann man auch so Szenen darstellen und fotografieren. Und da ist sowas halt ganz cool, wenn du sowas hast. Und du hast da Kleinkinder davon, von diesen Figuren, dann kannst du da Szenen nachstellen. Genau. Und bei den Animations-Puppen, da hat der Finn eine Mulan. Gerepainted, ist das jetzt richtig toll, deutsch, als Wednesday. Mega geil, total toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Chapeau. Und ich habe gesagt, wenn ich noch welche finde von den Kindern oben, die den natürlich schon bespielt haben, dann schicke ich ihm da welche zum Repenten. Keine Ahnung, was er dann draus macht. Aber bestimmt was Tolles. Wo waren wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Waren wir schon bei 35? Nee, 34. Jetzt 35. Nee. Ja, doch, wir waren bei 34. Boah. 35. Also die ab 30, die Dinger haben sie mir halt dazu getan, weil ich so toll und nett bin. Aber das ist natürlich nicht mein Alter. Ja, also ich nehme an, es ist eine Barbie. Ich sehe es nicht. Oh, ich heb's auch runter. Ja, das ist hinten drauf. Es ist eine Disney-Barbie. Eine Disney-Barbie mit Mickey-Maus-Hut. So geil. Disney-Weekend-Barbie. Die Barbie hat sich entschieden, am Wochenende ins Disney World zu fahren, um sich dort mit ihren Freundinnen zu treffen. Ken kommt vielleicht. Und dann haben sie voll Fun. Yes. Und so wie die Mickey auf dem Kleid springen sie in die Höhe. Und da ist dann das Cinderella-Schloss im Hintergrund. Nein, sie gehen nicht ins Disney World, sondern ins Euro Disney. Beziehungsweise ins Disneyland Paris, heißt es jetzt. Nicht mehr Euro Disney. Ich frage mich, für was die Punkte da hinten sind. Die habe ich nämlich jetzt schon öfter gesehen. Diese Punkte. Gut, ich zerschneide das ja jetzt nicht, aber normalerweise könnte man die ausschneiden, nehme ich an, und dann da an Mattel schicken und dann kriegst du da irgendwas. Das hat eine, das habe ich auf TikTok gesehen, übrigens gibt es anscheinend auch bei den drei Fragezeichen in den Büchern. Da konnte man so Punkte sammeln und die musste man ausschneiden und dann da an den Verlag schicken. Und die hat das vor kurzem erst gemacht. Mit einem netten Brief dazu und hat dann gesagt, sie weiß jetzt nicht, ob die Aktion noch gilt, aber sie wollte es einfach mal versuchen und so. Und die hat dann ein Paket zurückgeschickt bekommen mit Goodies drinnen und einen Brief und sie ist in irgendeinem Detektivclub jetzt oder so. Die drei Fragezeichen sind bei mir völlig vorübergegangen. Fand ich schon immer ziemlich kacke. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde, aber nee,
Meine Tochter musste eine Buchvorstellung machen. Das waren die drei Fragezeichen und die Bauchrednerpuppe. Irgendwie so mein Mr. Giggles. Ich kann es nicht mehr hören. Wir haben das Ding rauf und runter gelesen, gehört. Alles schrecklich. Aber gut. Barbie Euro Disney Weekend. Danke. Ja, wo geht's jetzt weiter? 36. Hier ist die 36 von der Vanessa. Da ist schon ein bisschen zum 30 jetzt auf. Es sind Blechtabletts mit den Coca-Cola-Eisbären. Sind die toll? Drei Stück. Sind die schön oder sind die schön? Ich glaube, ja, Leute, es ist fast 7. 6:45 am Abend. Enjoy Coca-Cola. Die kommen auf jeden Fall unten in die Outdoor-Küche zu meinen McDonald's-Tabletts aus dem. Da kommen die dazu. Auf meinen Red-Aufsteller. Danke schön. Wo waren wir jetzt? Ich will 36. Jetzt kommt die 37. 37, ja. Ich höre einen Wuffi. Das war aber keiner von meinen. Ah, da ist irgendwas drinnen, was Geräusche macht. Also keine Geräusche wie Mehrfachgeräusche, sondern Teile. Die Dülsing. Okay. Sie hat eine Kleenex-Box benutzt. Tempo. Ach, so Ideen muss man erstmal kommen, gell? Einmal ein Tuch von Diddl. Ein Geburtstagstuch. Waschig. Total geil. Sowas habe ich mir früher wirklich. Man hat die dann so macht und dann hat man sich die so drüber. Wisst ihr das noch? Total bescheuert. Irgendwann einmal war es dann so, dass man sich so ein Dreieck, jetzt hat nicht mit dem Titelding da, aber so ein Dreieck gemacht hat. Und dann so, dann hing da unten dieser Zipfel runter. Und wenn man einer ganz cool gemacht hat, dann hat man sich da so ein Haarband rein. Ja. Mega cool. Ich habe schon eins in Blau. Oder zwei in Blau. Irgendwo hier, glaube ich sogar. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das heute schon gesehen habe. Das Blaue. So was da mal eigentlich. Darf ich das gar nicht laut sagen? Also einmal hier ein Tuch. Dann eine Diddl-Box. Oh, mit einem Alf. Anhänger, Alfigur. Dann ein Ü-Ei-Pin. Dann ein Coca-Cola-Eisbär-Pin. Dann nochmal ein Ü-Ei-Pin. Dann ein Coca-Cola-Weihnachtsmann-Pin. Übrigens ist Weihnachten und Halloween meine liebste Saison. Saison, kann man so sagen. Nochmal ein Coca-Cola-Pin. Nochmal ein Coca-Cola-Eisbär-Pin. Ein Herz für Biertrinker. Ein Garfield-Pin.
Den habe ich schon gezeigt. Ah. Ein Coca-Cola-Pen. Niedriger Akku. Stecke ich jetzt dann gleich an. Und nochmal ein Coca-Cola-Eisbär-Pen. Jetzt muss ich das schnell anstecken. Guck mal, ob ich da überhaupt hinkomme. Ich sehe es zumindest schon mal, das Kabel. Lädst du? Ja, es lädt. Dann haben wir hier einen McDonald's-Wecker. Einen Ronald McDonald-Wecker. Total cool. Mega cool. Ronald McDonald. Und da haben wir eine Monchichi-Klemmfigur. Oh, diese Klemmfiguren sind mittlerweile auch so schweineteuer. Ich kapiere es gar nicht. Wieso sind die so teuer? Aber sie sind schon sehr süß. Da habe ich auch schon einige von der Vanessa und von der Chrissy bekommen. Glücksbärchis und so. Da hängt auch schon ein Monchichi, aber der ist anders. Glücksbärchis hängen zwei oder drei. Ein Garfield hängt auch irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Naja, gut. Das war die 37. Jetzt kommt die 38. Ich laber schon wieder so viel. 38. Sylvanian Families. Danke, Vanessa. Das ist von der Vanessa. Ein, was haben wir hier? Ein Baby Eagle Hideout. Baby Eagle Hideout. Was ist ein Hideout? Auf jeden Fall hat der einen Schlafsack. Oh mein Gott, der Igel hat einen Schlafsack. Und eine Hütte mit einer kleinen Rutsche und so. Oh mein Gott, und da ist ein Ofen. Und ein Häuschen, so ein Vogelhäuschen ist. Na, ein Briefkasten. Da ist ein Briefkasten. Oh. Sylvanian Families. Ich bräuchte ein eigenes Zimmer nur mit Sylvanian Families. Wir haben so viele Sylvanian Families hier. Verschiedenste Häuser und. Meine Kinder haben das so gerne damit gespielt. Und ich möchte es einfach nicht verkaufen. Weil wenn ich hoffentlich irgendwann mal Enkelkinder kriege, dann können auch Jungs damit spielen im Zweifel. Und das möchte ich einfach aufheben. Und weil es süß wird. Sylvanian Families. Wir waren bei der 38. Jetzt kommt die 39. Das sind wieder natürlich mehr Päckchen. Wie soll es auch anders sein? Ich bin jetzt bei 28 Minuten. Ich denke, das kriege ich hin. Hat ja vorhin auch funktioniert. Du hast einfach nur eingedreht, oder? Du musstest das Papier loswerden. Eine Barbie. Eine Barbie mit langen Haaren. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich kenne sie, aber... Es ist eine, ich meine sogar, so eine, auch so eine Olympia-Barbie, weil die bewegliche, die gab es nämlich auch in Gymnastik-Version und so, wie die dunkelhäutige, die ich habe. Ah, oh, die ist schön. Da beneidet mich meine Tochter darum. Die steht ja auf diese beweglichen Barbies. Aber das sage ich nur, ist meins. So, da haben wir nochmal eine 39. Wieso auch immer. Oh, hier riecht es nach Essen. Irgendjemand kocht gerade was. Heute mögen sie mich alle nicht. Die einen schreien unten, die anderen kochen irgendwas, was so mega lecker riecht. Dann haben wir hier eine Stacy. Auch beweglich. Und zwar hat die einen normalerweise... Normalerweise müsste ich die ja stehen. Ich glaube, die hat meine Tochter. Einen pinken Gymnastikanzug anhaben. Und da gibt es nämlich so ein Gerüst dazu.
für die Stacy. Die ist auch so Turnerin. Yes! Und dann haben wir hier noch eine 39. Da liegt dann noch mal eine 39. Nee, die Polly Pockets sind nicht. Die sieht aber aus wie die Stacy Polly Pocket, aber da ist eine Polly Pocket, da ist die Polly Pocket Janet. Es gibt Barbies von Polly Pocket. Und das müsste die Janet sein von Polly Pocket. Also da ist dann da vorne so eine kleine Polly Polly. Polly Polly. Ah, mein Ohr juckt. Eine kleine Polly Pocket Figur. Und da drinnen auch in diesem kleinen Täschchen. Total geil. Das müsste die Janet sein. Oh, und ich will die ja unbedingt. Da gibt es die Barbie. Dann die Janet. Die Stacy und noch eine rothaarige, meine ich, so eine kleine. Die sind so schön. So teuer. Gibt es ein eBay Polly Pocket Barbie? Da schießt es euch alles weg. Die haben einen Dachschaden, haben die. Es filmt noch weiter. So, wir haben noch eine 39. Und ich habe hier noch mit dem drei Päckchen. Okay, es ist in einem Karton. Klar, der Karton ist nochmal eingepackt. Das ist der Bandit von McDonald's. 1998. Mega geil. Mega geil. Jetzt sag mal ehrlich, das ist mega. Wahnsinnig geil. Der kann auch richtig stehen. Total geil. Total geil. Und da ist noch was drin. Mit einem Schild noch dran. Der muss das irgendwie. Irgendwas muss der können. Ein Garfield mit einer drehenden Fliege. Oh Gott. Jim Henson, oder? Hat das gemacht. 78. Da ist mein Mann geboren. 78. Happy Birthday, Garfield. It's the year of the party. Ja, da ist so ein Mechanismus drin. Also ich denke, wenn man das aufdreht, dann spielt der die Musik. Danke! So, jetzt haben wir noch die 40 von der Vanessa. Die 40 von der Vanessa. Keine Ahnung, warum 40. Es ist ein Funko Pop. Und zwar ist es... Wie heißt er noch? Nee, die heißt, die hatten, schau, boah, ist das peinlich, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich habe keine Ahnung. Aber die ist so geil, die wollte ich schon länger, jetzt habe ich schon gedacht, das hat gestoppt. Die wollte ich schon länger und die ist auch so schweineteuer. Die habe ich auch noch nicht. Oh, ist die toll. Danke. Jetzt kommen wir zu der last one. Nummer 41 oder 40a, was dir lieber ist. Von Chrissy und Nessie. 40a verstehe ich nicht. Da ist ein... Vanessa, ich muss ihn zerstören. Da ist ein Simba-Aufkleber. Viel, viel Kleintopf. Kann ich da was kaputt machen? Ich hoffe nicht. Es sieht sehr zerbrechlich aus.
sagen, was es kommt da. Ihr habt es mir einen. Oh, ihr Süßen, habt ihr mir eine Tasse machen lassen. Bestimmt bei My Little Mini World, oder? Ja. Und zwar, mein allerliebstes Lieblingspony ist Minty. Danke. Die zwei haben von mir auch schon Tassen bekommen. Die Vanessa hat das letzte Einhorn. Und die Chrissy hat oben bekommen. Und das Jahr davor haben sie auch von My Little Mini World Anhänger, Christbaum-Anhänger bekommen. Dankeschön. Total toll, die ist so talentiert. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, ich bin 40 geworden. Es waren 40 ein und nee, es waren viel mehr Päckchen. Ich sag vielen, 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 vielen Dank, ihr Süßen. Ich muss das alles noch ein bisschen verarbeiten und das kann ich dann, wenn ich alles verpacke. Ich bin tatsächlich ein bisschen perplex. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Abend, wann auch immer ihr das anguckt. Und ich sag vielen Dank. Ja, ich heule jetzt dann für mich so ein bisschen. Ich schicke euch jetzt gleich eine Sprachnachricht. Und danke.